Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute zeige ich euch mal eine richtig geile App, die mir total gefallen hat. Die App nennt sich Notificator, ist jetzt relativ neu in Cydia. Und ja, der Name sagt schon ein bisschen, es zeigt Kleinigkeiten an. Als Beispiel, ich mache jetzt mal einen Screenshot. So, wie ihr gleich sehen könnt, normalerweise müsste das eigentlich jetzt schon gekommen sein. Ah, hier. Your screenshot was taken. Also, das ist einfach sozusagen eine Hintergrundinformation von dieser App. Also, die zeigt mir einfach gewisse Kleinigkeiten an. Ich zeige es einfach mal in der Einstellungen-App. Und zwar, ihr geht in die Einstellungen-App. So, das ist eine andere App, die ich euch schon zeigen möchte. Und ihr geht auf Notificator. Ja, hier geht ihr dann als erstes mal auf Enable und dann auf New Events. Hier könnt ihr einstellen, was alles für ein Banner, also dies oben, was wir gerade gesehen haben mit Your Screenshot was taken, was da alles gemacht werden soll. Zum Beispiel 3D, 3G, hier Application Events, dann Power Events, also was mit Power zu tun hat, dann Synchronisieren Event, Wi-Fi Events, Bluetooth Events, also alles, wenn ich jetzt heute Bluetooth an ausmachen würde, oder als, nee, als besseres Beispiel, wenn ich jetzt Wi-Fi anmachen würde, und das würde einfach so ausgehen, weil zum Beispiel irgendwas in meinem Router nicht stimmt. Dann zeigt er mir an, dass Wi-Fi nicht mehr oben funktioniert in diesem kleinen Banner, den wir gerade mit dem Screenshot gesehen haben. Hier könnt ihr immer noch dazu wählen, ob der mit einem Sound machen soll und was für ein Sound es sein soll. Hier hat man nur zwar eine relativ kleine Auswahl, aber ich denke mal, dass hier reicht. Ja, es gibt halt relativ viele, hätte ich auch nicht gedacht. Und um euch das noch Ganze noch ein bisschen besser zu zeigen, benutze ich mal eine andere App. Und zwar, die App nennt sich Deck, die stelle ich euch im nächsten Video vor. Ich finde sie richtig geil. Und ja, also ich mache jetzt als Beispiel mal, was mache ich Bluetooth an. Wie ihr sehen könnt, Bluetooth an. Bluetooth wieder aus. Bluetooth off. Ja, das Ganze geht relativ schneller, wenn man, also wenn ich jetzt nicht gerade noch bei dem bei aufnehmen würde. Also ich finde, die App sieht richtig geil aus. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie Notificator, nee, nicht Notificator, ich meine, wenn ihr wissen wollt, wie man das Stack hier bekommt, dann guckt euch einfach mein nächstes Video an, was ich als nächstes hochladen werde. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Notificator natürlich. Und wenn ja, abonniert mich, um keine neuen Videos zu verpassen. Ciao!